und The Man, The Myth and The Legend. Hat mich herausgefordert. Viel Spaß beim Rennen. Ich bin gerade 5 Stunden Auto gefahren. Ich bin vor 3 Tagen auch schon 10 Millionen Stunden Auto gefahren. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Hey, wir treffen gleich eine Person, zu der ich mega Respekt habe, weil ich finde, dass es eine Person ist, die ganz, ganz, ganz viel Kraft hat. Und die ist ein bisschen Vorbild für mich, obwohl er das nicht weiß. Aber er ist es. Und die treffen wir gleich. Und wer das ist, erfahrt ihr gleich. Nicht für heute, aber für morgen. Sponsoring-Anfrage ist raus, ey. Was ist los, Birkenstock? Du brauchst was zum Anziehen. Ja. Du brauchst aber ja nur was für morgen, nicht für dauerhaft, ne? Nein, nein. Kriegst du nein, mein. Nur fürs Wochenende und. Okay, bin ich hier dann mit. Ja, ja, das sieht gut aus, denn. Muss er passen. Richtig. Boah, ich hab keine Ahnung. Lass mal Sönke fragen hier. Da ist der Mann. Ich muss sie heute da ist der Mann, der hat uns hierher geschickt und der schickt uns morgen auf eine Kartstrecke. Yes. Yes. 4 Räder. Und der fährt auch. Und hat dieses Jahr schon ein bisschen was kaputt gemacht. Und deswegen lässt er hier, glaube ich, immer ein bisschen Geld. Und jetzt lädt er mich ein, damit ich auch was kaputt mache wahrscheinlich. Oder? Oder was machen wir jetzt hier? Erstmal bringen wir alles zum Fahren. Dein Car fährt schon. Meins fährt noch nicht wirklich ganz. Deswegen mussten wir restlichen Teile jetzt hier holen. Ah. Und holen gleich noch mal kurz die letzte Bremsleitung, weil ich hätte gern beide. Ja. Vorne und hinten eine Bremse. Kannst du nochmal Sitzprobe machen, ob das vom Sitz und alles passt? Mach einen Formel 1 Fahrer auch, habe ich gehört. Ich habe Angst um meine Rippen. Ich was? Von der Statur sind wir ja ähnlich, ne? Groß und schlachsig, ne? Groß und gut aus. Und Renname hier. Genau. Rennmüller. Oh, mit Taschen. Jedes Mal finde ich einen, der Ende des Trainings um die Strecke läuft, um sein Handy wiederzufinden. Ich habe eine Tasche gesteckt und losgefahren. Vergessen einfach. Vergessen. Und das fällt dir dann wieder auf, wenn du weißt, ich ihn anrufen will. Ja. So, willkommen im Reiterunterricht. Ich habe jetzt schon eine Ausrede für morgen. Schau. Kleines Bachbett, mit dem ich mich angelegt habe letzte Woche. Wo der Helm auch mit kaputt gegangen ist. Ja, Mann. Scheiße. Das tat echt weh zu sehen. Also hast du einen Zweiradfahrer, ne? Mhm. Ja, ich sehe. Halt mal an! Schönen guten Tag, willkommen zum neuen Video. Heute sind wir auf 4 Räder unterwegs. Und The Man, The Myth and The Legend. Hallo. Hat mich herausgefordert, Kart zu fahren. Und das machen wir dieses Wochenende. Wo sind wir heute? In? Flederfeen. Für beide. In Flederfeen sind wir. Holland, Junge, wie weit ist Amsterdam weg? Groningen. Amsterdam. Keine Zeit für. Wieso hast du mich herausgefordert? Ja, er wollte herausfordern auf 4 Räder. Ich sagte, ah, wird schwierig, hat er an Rollstuhl gedacht, weißt du, auf 4 Räder. Ich habe gesagt, machen wir nicht. Wenn, machen wir es richtig. Und ja, dann haben wir es mit dem Kart genommen. Er hat gesagt, er wollte nochmal ein Schaltkart probieren. Da habe ich gesagt, fangen wir mit einem halben Schaltkart an, ist auch schnell genug. Und das Geile ist, dass wir beide die Chance haben zu fahren. Und ich freue mich riesig, einen Helm aufzuhaben. Mit dir nachher. Das wird oder erklär mal ganz kurz deinen Lebenslauf so in 3 Sätze, von wo hast du angefangen, was hast du gemacht und wieso bist du jetzt beim Kart? Mit 2,5 angefangen Motorrad zu fahren, Motocross mit 5 Speedway,
dann Aussteige in Junior Cup, ein Jahr auf der Straße gefahren, Kart nebenbei gefahren, dann aber... Ah, damals schon, ne? Damals schon, okay. Dann aktiv Speedway-Profi gewesen, dann der Unfall und naja, ich brauchte wieder ein ordentliches Sportgerät. Unfall, warte, Unfall bei was? Beim Speedway. Okay. Nationalmannschaft 2009, damals mit 20. Ja, aber trotzdem ist das Rennfahren ist immer noch im Blut. Richtig, und da ist das die coolste Variante mit dem Kart. Ich bin genauso schnell, ich habe ein kleines Handicap, also weil ich halt alles am Lenkrad mache, das ein bisschen kraftaufwendiger ist, aber sonst wird man da keinen Unterschied merken. Geil. Spaß haben heute. Heute ist eh erstmal nur Training. Gucken, dass wir alles zusammenkriegen und dann... Und dann geht's gleich auf die Strecke und ein bisschen Training fahren. Und vielleicht simulieren wir auch ein kleines Rennen. Also viel Spaß beim Video. Der Plan? Hey, ich glaube, ich bleibe verletzungsfrei. Aber gibt da auch schon... Also, dann gibt es einen richtigen Fail, wenn ich mich beim Kartfahren verletze. Ziel ist, die Herausforderung da anzunehmen von dem Kollege. Und das Geile ist, dass wir zwei verschiedene Karts haben, was ich fahren kann. Wir haben jetzt hier zwei Karts mit Zweigangschaltung. Zweigänge? Und dann kommt nachher aber noch ein Kart, was brutal ist. Das darf ich nachher auch fahren. Ja, ich denke mal, die Erfahrung, einfach auf vier Rädern auf Asphalt zu sein, ist schon mal ganz geil. Danke, Sönke. Sönke. Du wirst dich nachher freuen, wie anstrengend das ist mit sechs Gängen auf einmal. Ja, mit dem Schalter. Ja. Hier haben wir einen Rotax DD2, ist Fliehkraftkupplung, aber mit zwei Gängen. 125 Kubik sind bei 37 PS. Und der bei beiden. Bei beiden. Sind die gleichen Karts. Sind beides Rotax CD2. Und der Schalter sind nachher 125 Kubik, 39, 40 PS, aber du hast halt sechs Gänge. Und das macht in den kleinen Kurven halt den Vorteil, dass du unten halt viel besser rauskommst. Ja. Okay, aber es ist halt auch hektischer. Den Dreh, permanent. Was erwartest du von Kai heute? Dass er Spaß hat, dass er eine gute Erfahrung hat. Ich hoffe, wir kriegen auch Zeit zusammen auf der Strecke. Nicht, dass ich den immer suchen muss oder weiß ich, wo wiederfinde. Ja, und ganz ehrlich, wenn wir einen schönen Tag haben, ist cool. Ich habe ein komplett neues Kart. Also mal gucken. Ich hoffe, ich schaffe den ganzen Tag. Natürlich. Aber ja, coolen Tag haben. Mal wieder fahren seit einem Monat. Spaß. Morgen ist Race Day. Morgen gibt's Rennen. Round number one. Kau. Was ist da passiert? Wenn wir so auf die Kurve drauf zufahren wollen, da habe ich gebremst, da war ich auf der Gasnabe und dann gab es wie bei Super Mario Kart so Super Booster nach vorne. Dann ging es weiter geradeaus in die Reifenstapel rein. Erstmal fahren, kaputt. Bin auf die Rechtskurve drauf zufahren wollen mit den linken Reifen in die Grasnabe rein und dann hat es nur noch einen Bremssprung gemacht. Ja. Wirklich geschrien, ey. Bisschen schnell gewesen. Wirklich schneller geworden, Alter. Und dann ab in die Reifen. Dann haben die Räder Ciao gesagt. Und jetzt... Die Lenkstange ist kaputt. Das größte Problem ist aber gerade, dass die Lenksäule auch krumm ist. Und das... Aber dir geht's gut? Hey, meine Schulter tut weh. Von letzter Woche, von Romaniacs. Und es vibriert des Todes. Du bist dauerhaft... Also, ich fahre jetzt nicht auf Druck oder so, aber das ist, du hast so viel Kräfte in den Kurven und so, ja. Und so viel Vibration vom Motor und dann musst du schalten. Also es sind nur zwei Gänge, aber du musst trotzdem so viel schalten und schon brutal viel Arbeit, ey.
und halt Gefühl zum Grip aufbauen, wo du in den ersten zwei Runden gar keinen Grip hast, zu das wird besser und du kannst irgendwann Vollgas durchfahren, aber das kannst du halt nicht. Beim Supermoto wärmst du die Reifen auf, dann fährst du ab Runde 1 so wie du fahren kannst. Und hier musst du erstmal drei Runden dich einfahren und dann hast du irgendwann Temperaturen in den Reifen und dann kommst du irgendwann zum Level, wo du dich wohlfühlst. Aber das ist so unterschiedlich gerade und da Gefühl aufzubauen ist bei mir gut, erstmal gefahren gerade. Digga, aber Hauptsache dir geht's gut. Ja. Was ist damit? Wer war das? Kai Hase, der Zerstörer. Ich brauche gleich jemanden, der am besten ausleihen. Ich habe die türkische Reise. Ich habe alles in Verweben. Ich habe heute Morgen erst den Hänger geholt auf dem Weg hier. Ich habe gedacht, ob wir die 38er. Waffe? Hast du jetzt die noch andere anmachen? Reifen drauf oder was? Hä? Hast du jetzt andere Reifen drauf? Ja, aber alle. Okay. Eine andere Marke, die ich immer mal probieren wollte. Aber wir verfahren jetzt den alten Scheiß noch nachher mal. Es lohnt sich nicht, wenn ich das zweite Mal richtig mit dem Ding fahre, schon direkt neue Reifen drauf. Wie ist denn der erste Eindruck so? Geil. Ist schon weicher, angenehmer und entspannter für mein Fahrstil. Also merkst du auf jeden Fall den Rahmen? Ja. Und von den Zeiten her auch flach genauso schnell wie mit den alten. Okay. Wow, alles gewechselt, alles mal, neu, alles vorne, Frontschaden, alles. Kohle, YouTube Money. Ciao, Jungs. Das ist flacher als der Lambo. Ja. Boah, das reicht vollkommen aus mit zwei Gängen auf der Strecke. Nee. Nachher, Mann. Sechs? Probier mal. Dann hast du dieses Manko nicht mehr, egal wie du aus dieser Kurve rauskommst, der schießt dir so wieder raus und der legt noch ein bisschen mehr zu. Aber einhändig, ne? Du fährst nachher schön einhändig. Richtig. Kannst du hinten aussetzen, noch nie gehabt? Kein, war schön. Bin immer auch noch mal hinterher gefahren. So war es zumindest fahren für ihn auch, ne? Nicht so wie beim ersten Mal. Das kann er schon sagen, dass er mal Rennkart gefahren ist. Aber mal gucken, wie es ist mit mehreren, Mann, mehreren Runden hintereinander, mal gucken. Und alle Teile. Richtig. Das ist das erste Mal ganz von der Strecke gekommen, ne? Da unten liegt noch ein paar, also das Kernschrott. Das haben wir extra gesammelt. Geil. Peter. Komm ich mal mit auf die Strecke jetzt, okay? Dann können wir zusammen schießen. Ja? Okay? Du kannst schon mal fahren, du kannst schon mal warm fahren. Wenn du dich drehst und bist schnell genug, kannst du Kupplung ziehen. Aber ja. Du wirst du nicht schaffen, verspreche ich dir. Wieso hoppelt es so?
das ist ja die Kunst, gleichmäßig da das Gas zu geben. Wenn du zu viel hast und es fängt an einzusetzen und es springt, und dann geht das ja immer weiter, weil dann der Fuß so macht. Das war schon ganz schön doll, ey. Das zieht schon ganz schön los, ey. Also der Klaas hat länger gebraucht, um das auf dem Niveau, also du bist ja jetzt in einem Turn so weit, dass du weißt, der Klaas hat länger gebraucht. Nee, zieht los. Ja. Das macht Spaß. Geht schon anders, ey. So. Alter Schwede, ey. Sieht man nur richtig aus den Ecken raus. Wie so eine Rakete. Tagesresümee oder was? Weiß ich nicht. Was sagst du denn? So ein Schaltkart ist ganz schön viel mehr Arbeit und ganz schön viel brutalere Beschleunigung. Ja, ne? Beschleunigung ist schon geil. Also ich würde jetzt. Wir wollten ja eigentlich ein Rennen machen. Eigentlich wolltest du mich ja zum Rennfahren einladen. Richtig. Aber das überlasse ich dir, weil du bist echt brutal im Kart. Props, Alter. Ich weiß nicht, ob wir morgen Rennen fahren. Es ist alles dafür angerichtet. Wirklich? Ja. Ja, dann müssen wir nochmal ein paar Pokale aus dem Umzugskarton holen. Sag mal, Resümee, wie habe ich mich heute so angestellt? Oh Gott, beim ersten Turn dachte ich so, scheiße, Kai, du sollst eigentlich nur Kart fahren. Ich glaube, du hast einfach nicht laufen lassen. Nö, Das war mehr nachgedacht als gefahren. Ja, ja. Du hast wieder gerattert im Köpfchen und dann ging es ja, das zweite Mal glaub ich echt gut. Dann haben wir 3, 4, 5 Schrauben gedreht, dann ging es ja zum zweiten Mal und dann dachte ich schon so, ey, das dritte Mal war nicht so gut und vierte Mal war wieder gut. Ja, und das selbst gerade, so schnell Schalter zu fahren, ich kann es leider nicht sagen, ich habe es nicht probiert, aber ich sehe schon Schlimmere. Sehr viel Arbeit. Bei dir ist alles klar gegangen heute? Ich habe mein Ziel erfüllt, ja. Mein neues Kart lief gut. 38,3, ne? Haben wir ja schon. Was ist Ziel für morgen? Für uns beide? Für dich und für mich? Oder was durchkommen. Wir müssen jetzt noch einen Auspuff reißen lassen. Ja. Mein Auspuff ist gerissen. Und sonst für morgen hoffe ich einfach nur, dass wir möglichst viele Runden zusammenfahren. Geil, danke dir. Moin. Tag 2 steht an. Der Mittelfinger ist ein bisschen dicker geworden. Vom kleinen Einschlag gestern, vom ersten Turn. Ich glaube, ich habe gestern noch mal ein bisschen was gelernt und ich wette, dass ich heute besser bin als gestern. Das ist doch immer mein Ziel. Ich glaube, heute gibt es sogar ein kleines Race. Jetzt fahren wir uns einmal warm, nämlich, dann fahren wir einmal Zeiten und dann gibt es ein Race. Und dann gibt es heute ein bisschen Action. Ne? Guten Morgen. Morgen. Da? Morgen, Rolf. Morgen. Na? Guten Morgen. Morgen. Hallo. Morgen. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen. Heute 3 Karts. Ich fange nämlich jetzt meine aktive Kart-Karriere an. Deswegen haben wir jetzt schon 3. Kart. Die letzten Sachen gerettet, dass wir heute nochmal fahren können. Ja, leider so gekauft, wusste, dass der auch noch mal reißt. Aber das ist direkt am ersten Tag passiert, naja. Aber für heute geht das noch mal. Ja, lecker, bleibt deins. Möchtet ihr auch ein Stück Schokolade? Guten Morgen. Guten Morgen. Den Knochen darfst du behalten, danke. Okay, den Knochen wollte ich nicht. Helmschutz. Ich glaube, wir machen jetzt ein Qualifying. Die anderen haben alle so einen komischen Computer, wo sie jede Runde ihre Zeiten sehen. Wir betrügen ein bisschen, okay? Tim nimmt die Zeiten, ihr habt den schon gut bezahlt. In Pfennige. Pfennige. Kennt ihr noch Pfennige? Qualifying. Jetzt gibt's Qualifying.
machen das alles. Was ist denn jetzt der Plan? Jetzt haben wir gerade Qualifying, ja? Jetzt haben wir Qualifying. Jeder sagt seine Zeit und macht immer nur so eine halbe Sekunde so. Ja, wie er halt will, weil wir starten umgekehrt. Also wir haben jetzt doch 8 oder 9 Mann zusammengekriegt. 2 Schalter, 3 DD2, X30, Rotax Senior, Holländern und Deutschen. Ja, und jetzt tragen wir uns gleich alle unsere Zeiten zusammen. Dann gibt's ein Rennen, oder was? Ja. Aber wir starten reverse. Umgekehrt. Ich habe heute leider nichts zu frühstücken gekriegt. Naja, aber wir starten umgekehrt. Ja. Und dann kommt der langsamste nach vorne, der schnellste nach hinten. Und dann machen wir ein 10-Minuten-Rennen. 10 Minuten. Ja. Wir starten aber nicht unseren Stand, oder? Nee, stimmt, wir machen rollenden Start. Für den Starter hast du normal stehenden Start, aber da wir alle noch Fliehkraftkupplung haben, müssen sich die Schalter da jetzt mit dran gewöhnen. Ja. Und dann machen wir einen rollenden Start, der wird hier vorne freigegeben. Dann haben wir eine schnelle Rechtskurve. Waren wir hintereinander oder parallel? Parallel. Okay. Also bin eins ich, vorne. Bin ich der langsamste? Bin nee. Ich ganz vorne? Nicht? Der erste ist unser Ralf von Freitag. Ah ja. Ah, ja. Und Ralf hat Gentleman Agreement, der fährt auch mit 100er Gentleman Klasse. Dass er vorne startet und den Start auch leitet. Weil das bringt das, wenn du vorne einen Start machst, der noch nie sowas wahrscheinlich gesehen hat. Deswegen, Ralf ist auch Rennleiter bei uns beim KSV und auch bei der DNKM. Ah, ja. Und dann ja, macht er den Start sauber, dann starten wir. Und dann. Apropos DNKM. Du fährst Kartrennen. Kannst du mal ein bisschen so einordnen, auf was für ein Level du Kartrennen fährst und bis wo ins Level gibt? Also Deutsche Meisterschaft, ja, wahrscheinlich im deutschen Niveau. Genau, also eigentlich ist für DD2 Rotax gibt es die RMC, das ist die Rotax Max Challenge. Und dort wird eigentlich das Prädikat ausgefahren. Und die Gewinner dort gehen dann in die Euro Challenge oder wirklich halt ins Grand Final. Und Grand Final heißt, da kommen glaube ich 24 Nationen. Da werden die Karts gestellt, ja, dass alle das gleiche Material fahren und dann wird eine Woche das ausgefahren, wer Weltmeister wird. Ah. Ich habe in der RMC schon gestartet, Top 10 gefahren, aber das war noch zu meiner Studiumzeit, wo ich zwischen den Rennen kein Training fahren kann, dann ist das zu viel Hobby. Und da ich dieses Jahr richtig wieder angefangen habe, dachte ich, bringt es mir nichts, aber direkt Prädikat zu starten. Prädikat ist jetzt sowas Richtung Deutsche Meisterschaft. Richtig, du brauchst große Lizenz, hast 400 Euro Startgebühren und sowas. Ja, ja, und dann 2 Tage. Ja. Und DNKM ist sowas wie Clubsport. Das ist ein Verein, der KSV Saarland, der hat eine Meisterschaft ausgeschrieben, der mietet sich auf Bahnen ein und dort kann man sich dann einschreiben. Ist das regional oder ist das deutschlandweit? Deutschlandweit. Die Holländer fahren bei uns mit, Deutsche fahren bei uns mit. Wir hatten das erste Rennen in Assen, das zweite in Miricourt, das dritte in Spa, das vierte in Belleben. Nicht ganz Deutschland, ne? Richtig, Hasewinkel ist leider ausgefallen. Ja. Und die letzten beiden Rennen haben wir dann hier. Leider fehlt. Deswegen ist für mich auch heimliches Training. was haben wir hier heute für eine Weltmeisterschaft? Heute fahren wir die Praktikal-Weltmeisterschaft. Die Praktikal-Gedächtnislauf. Nee, ist cool, dass wir es überhaupt so zusammengekriegt haben, die Chance gekriegt haben. Voll, voll danke. Und, voll danke. So gerne. Ganz ehrlich, das ist ja auch genau das, wenn ich Kumpels dabei habe, die das mitmachen können, auch Mechaniker Tim musste ich mal ins Kart setzen, damit er weiß, an was er eigentlich schraubt. Ja, musste ich. Und Kai, Tim hat es noch, der musste mein Kart fahren, mit Händen und sowas. Ist dann halt auch nochmal eine Umstellung. Ja, aber das passt. Soweit macht das Sinn, was ich mache. Also ich hoffe nicht, dass beim Rennen die Nummer 3 ganz vorne und ganz hinten ist, sondern vielleicht die Nummer 3 zweimal auf Podium ist. Aber ob das passiert, das werdet ihr jetzt sehen. Viel Spaß beim Rennen. Junge, wir haben richtig Spaß.
It's a race day. Aber überholen ist jetzt nicht so variabel. Ich habe Sönke ins Orbit geschickt und deswegen ist sein Kart kaputt gegangen. Das hat ein bisschen gefunkt, nachdem er... Ich glaube, der ist neben mir in die Wiese, oder? Hier in der Links. Ja, ein bisschen, aber ich war noch viel länger im Rennen. Ja, zwei Runden. Also eine Runde später und der hat es bei ihm hinten nur noch rausgefunkt. Ja? Ja. Wieder schuld. Na. Ja, Kart Racing, Alter. Ich weiß auf jeden Fall nicht, wie man überholen kann. War doch eigentlich direkt am Anfang. Nee, nee. War nachdem er da ins Aus ist. Ich glaube, ich bin da dran schuld, dass sein Kart kaputt gegangen ist. Jochen Jasinski. JJ, Alter, ist Winner. Habe ich, also verstehe ich jetzt auf jeden Fall, was er meint. Er drückt sich da durch. Aber der hat sich da innen reingesetzt und es war ihm egal, ob die da die Kurve fahren oder nicht. Der war einfach da. Welches Startplatz hat er bekommen? Boah, weiß ich gar nicht. 8, 7 oder so, 7 oder 8, glaube ich. Ja, mal gucken, weil. Bisschen blöd. Bisschen blöd, dass Sönke ausgefallen ist. Wahrscheinlich wegen mir. Upsi. Habe ich ins Orbit geschickt und daraufhin ist es kaputt gegangen. Nee, das ging auf einmal an. Ja, ja. Das habe ich gesehen, hat nur noch gefunkt. Ja, ich habe nichts und hört es nur nicht so, nein, wie ist jetzt Motor oder irgendwas. Und dann bin ich rausgefahren, ich weiß nicht was. Ich hab's nur, fahr in die Ecke rein und merk. Und ich denke, ey, Gas nimmt da noch an. Ja, da hinten. Das ist der Reifen. Nein. Nicht, wie man überholt. Ich auch nicht. Ich bin noch nie im Rennen gefahren. Aber innen reingedrückt hast du dich. Ja. Ich weiß ja, dass du beim Motocross schon brutale Sau bist, aber beim Kart bist du einfach innen drift so, hier bin ich, hier ich bin vorne. Genau. War dein erstes Rennen oder was? Bin dann, ich wollte auch nie ein Kartrennen fahren, das habe ich kategorisch so Ü40, Ü50 habe ich immer abgelehnt. Kein Rennen, einfach mal. Das mache ich jetzt auch nur wegen Sölken, aber du siehst ja, wie das ausartet bei mir. Geil, ja. Wenn einer schnell an einem vorbeikommt und der andere nicht. Nicht letzter geworden. Nee, letzter sowieso nicht. Man muss ja erstmal ins Ziel kommen. Scheiße. Was war jetzt? Ich hoffe, dass ich nur eine Befestigung vom Spoiler vorne verloren habe. Genau. Und der sich unterm Kart verkeilt hat. Weil es hat so doll geschliffen, dass ich gleich einen heißen Arsch kriegen muss. Also ich lag wirklich auf. Ja. Und da wollte ich nicht mehr weiterfahren. Ja. Vielleicht ein Zeichen, dass ich doch bisschen zu oft angeklopft habe. Moto 2, let's go! Was ist hier los? Was ist da passiert? DNF vor Praktikai. Oh nee. Und die zwei vor mir haben entschieden nicht mitzufahren, also war ich der Erste und dann haben wir erstmal das Feld angeführt und wusste nicht, wo vorne und hinten ist. Woran hatte die Lehen? Fragt man sich immer, woran hatte die Lehen hatte man. Und geht halt nur 10 Minuten das Spiel hier und. Aber Sönke vom letzten Startplatz durchgezogen bis auf 2. Und der Erste hat ein Sechsganggetriebe, der kommt halt aus den Ecken ein bisschen besser raus und fährt ganz gut. Und Sönke ist brutal. Auf jeden Fall ein richtig geiles Erlebnis, richtig geiler Sound, ne? Also ja. Sound finde ich ja auch. Boah, schon nur wegen dem Sound wollte ich sowas mal fahren. Zwei kleine Schäden hatten wir,
jetzt mit dem Motor und gestern die Lenksäule und eieiei. Was ist denn los? Ja, die 12 Minuten stecken doch noch. 10 sind wir gefahren, oder? Ja, ich weiß nicht, auf wann der gezählt. Ich glaube, ich bin bei 15 oder 16 Runden gewesen. Bist du zufrieden mit deiner Performance? Yes, gerade Zweiter. Von ganz hinten auf 2 war in Ordnung. Jacka. Jasinski. Ich würde das zwar nicht gern sehen, aber... Ging hinten ein bisschen fest. Ja. Vielen, vielen Dank für das Wochenende. 2 Tage richtig geiles Asphalt-Wochenende gehabt. Gibt es irgendwelche Fragen? Gibt es welche Fragen? Schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir dich mal irgendwann wieder, weiß nicht wo. Bestimmt. An der Flatjack-Veranstaltung vielleicht oder sonst wo. Irgendwo willst du dich noch hinziehen. Aber cool, dass du es angenommen hast. Und hast dich mit Bravour geschlagen. Irgendwo bleibst du dir jetzt voll, egal was es ist. Die erste Ausfahrt, ja, die danach. Mal. Da wussten wir dann, wie es anfängt und danach. Heute früh war schon richtig geil. Schon vom allein, vom Feeling her, was möglich ist und so, da sitzt man schon anders dran. Und Rennen eigentlich nochmal aufzusehen. Deswegen. Also mein Gott, Kartfahren kann er jetzt mitsehen. Rennkart weiß er, was es ist. Kann schon sein. Rittmauer. Hier, Hüfte habe ich ein bisschen gemerkt jetzt, weil da kein Polster war. Okay, ja, ich habe linke Rippe gemerkt. Und Arme hast du gesagt. Arme ist halt jetzt aber auf der Dauer ein bisschen hart geworden. Alright, thanks for watching. Bis zum nächsten Mal. Danke Sünde, danke Malte, danke Tim für Mechanic Skills. Und bis zum nächsten Video. Ciao.